Ein herzliches Willkommen und hallo zurück zu Let's Play Die Siedler mit mir, dem Nate Shaw. Hier ist jetzt alles soweit im Gang. Ich habe jetzt mal einen Angriff auf eben diese Baracke hier beordert. Einfach um zu schauen, ob wir da was reißen können, weil den anderen Gegner, der hat sich jetzt da so verschanzt praktisch, dass ich da erstmal ja nicht so die Möglichkeit sehe, da groß was zu tun. Deswegen würde ich jetzt erstmal mich auf diesen Kameraden hier ein bisschen fokussieren. Vielleicht ist da ja was zu machen. Da haben wir noch mehr Eisen gefunden. Ja, das hat schon mal nicht geklappt. Noch mehr Eisen gefunden. Oder was? Oh ja, da. Tatsächlich. Auch noch ein bisschen Eisen, leider. Jetzt können wir auch schon mal uns orientieren, wo wir lang wollen. Definitiv hier dann nach oben arbeiten, um eben den auch vom Goldvorrat abzuschneiden. Oh, da kommt auch schon wieder Nachschub für diese Baracke. Ja, aber wie gehabt, wir kriegen tierisch auf die Nase. Eisenerz gefunden. Auch wieder nur wenig. Es wäre ganz gut, wenn wir das eben da auch noch gewinnen könnten, bevor jetzt der nächste Soldat reinkommt. Oh, wir haben es gewonnen. Sehr schön. Eine erfolgreiche Eroberung. Und hier unten ist auch noch so ein einsames Baräckchen. Das tut uns erstmal nicht weiter weh. Und ich würde sagen, greifen wir dann auch hier direkt mal an. Dann haben wir auch das Gold schon. Wir haben direkt schon vom Gold abgeschnitten. Oh, und da ist ja auch schon die Burg. Also, wir sind bei beiden jetzt ziemlich dicht an der Burg sogar schon dran. Nur kommen da noch nicht so wirklich rein. Wir haben einen Sieg errungen, jawohl. Das weiß ich, und während wir uns hier beschäftigen, werden da eben so ein bisschen die Soldaten dann aufgewertet. Beziehungsweise auch hier in unserem Haupthaus, ja, beziehungsweise da werden erstmal wieder Soldaten erzeugt. Da ist gerade nicht so viel. So, aber die nächste Baracke steht an. Schaut, wird ja auch erobert bekommen. Und da ist auch nur ein Soldat drin, das heißt, die Chancen stehen eigentlich ziemlich gut. Wenn wir nicht wieder unfähige Soldaten hätten, die Tiere auf die Mütze bekommen. Oh, das ging schnell. Sauber erobert, ein Stich ins Herzland des Feindes. Alles klar, also das ist freies Gebiet, das hat gehört keinem so wirklich. Ist ja sonst irgendwo noch an einem Goldvorkommen dran. Schaut jetzt erstmal nicht so. Das ist doch schon mal gut. Dann haben wir auf jeden Fall große Kohle- und Goldvorkommen jetzt gesichert. Bisschen Eisenerz. Hier kann man dann direkt mal eine Kohlemine hinbauen. Hier direkt eine Goldmine. So, dann fangen wir unten direkt mal an, auch ein bisschen was aufzubauen. So, hier bauen wir uns erstmal wieder ein Lagerhaus hin. Ein Lagerhaus,
Ja, vielmehr ist im Moment noch nicht so der Platz zu, würde ich fast sagen. Ja, lohnt sich wahrscheinlich dann doch noch, die hier auch noch einzunehmen. Schicken wir mal drei Soldaten hin. Einfach um die auch noch einzunehmen, dass wir da so ein bisschen mehr Platz haben. Dafür hauptsächlich. Wie sieht es hier aus? Da haben wir noch nicht viel mehr. Da haben wir jetzt auf jeden Fall einen von diesen mit den Flügelhelmchen. Ansonsten wird der hier jetzt der nächste sein. Hier wird auch wieder nur eins. Ich denke, das hier können wir jetzt mal wegreißen schon. Das bringt halt überhaupt nichts. Deswegen reißen wir das mal ab. Hier ist auch noch jede Menge Gold. Dann können wir das hier auch einmal nach da führen. So, da ist jetzt alles eingenommen. Achso, hier unten sind sie jetzt am Kämpfen. Da beginnen sie jetzt damit zu kämpfen, auch nur einer. Gucken, das sieht aber nicht so gut aus diesmal. Ja, wobei doch. Also irgendwie ganz seltsam, der scheint dagegen wieder irgendwie schwächer zu sein. Ich weiß nicht, wie das berechnet ist. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. So, dann bauen wir hier auch noch mal so eines hin. Noch ein Fähnchen. So, und dann gucken wir mal, was wir hier alles zur Verfügung haben. Dann wäre hier jetzt wieder ein Ort für eine Bäckerei. Bäckerei, wo haben wir sie? Da haben wir sie. Hier wieder die Mühle. Das funktioniert so nicht. So. In der Mitte geht natürlich kein. So, dann müssen wir das Ganze so machen. So, was ist denn los? Ein neuer Ritter hat ein Gebäude besetzt, alles klar. Schauen wir wieder hier oben. Zwischenzeitlich rein, immer mal reinschauen, was da so Phase ist. Ich denke, hier wird es erstmal bei Sägewerk plus Dings bleiben. Einfach damit er hier so ein bisschen den Wald abholzt und wir wieder Freifläche bekommen. So, dann greifen wir mal hier an. Das hier scheint auch tatsächlich nur durch das Haupthaus geschützt. Sodass wir da nicht groß was an Fläche einnehmen würden. Was ist denn los? Wir haben einen Sieg. Achso, okay. Die Siegesmeldung noch. Und dann können wir hier eigentlich auch schon mal beginnen. Eisen. Waffen. Ja, das lassen wir erstmal dabei. Wir können hier dann Gold hinmachen. Gold. So. Fleißig im Ausbau. Oh, da hat einer von uns auf den Sack bekommen, diesmal wieder. Aber ich frage mich, warum der hier auf einmal so viele Felder haben kann und unsere kriegen es dann nicht richtig gebacken.
Sehr seltsam. Sehr mysteriös. Ein Fall für Galileo Mystery. Na. Vielleicht ist der Verteidigerbonus auch umso stärker, umso näher man an der, am Haupthaus des Feindes ist oder so. Greifen wir nochmal mit ein paar an. Manchmal hat man auch so den Eindruck, dass eigentlich unser Soldat den Gegner schlägt, aber dabei kriegt er selber auf die Mütze. Das ist immer ganz lustig. Was hatten wir hier gebaut? War das auch Eisenerz? Ne, Kohle. Kohle, okay. Hier können wir auch nochmal einen Geologen hinschicken, was hier noch so im Umkreis ist. Durch dieses feindliche Gebäude haben sie Land verloren. Ist das so? Da unten ein wenig. Okay, da haben wir das Sägewerk verloren, nicht? So, schauen wir mal. Da müssen wir das Sägewerk gleich woanders hinsetzen, aber dann können wir hier unten nochmal eine Baracke hinbauen. Einfach um unser Territorium da ein bisschen besser zu schützen. Wie sieht's da aus? Ach Gott, da kriegen wir wieder auf die Mütze und zwar richtig hart. Bitter, bitter. Na komm schon, besieg doch das Würstchen. Okay, dann wohl eher nicht. Noch einmal das Ganze. Und schon wieder ein bisschen Land verloren. Oh. Was haben wir hier verloren? Achso, wir sind da, okay. Das ist nicht weiter wild. Da unten hat er wahrscheinlich eine Baracke hingebaut. Gucken, ob wir hier auch angreifen können. Zwei Leuten, ja, machen wir mal. Was gucke ich eigentlich noch da? So, hier tut sich nichts Neues. Das ist auch so eine Sache, die mich tierisch an dem Siedler 1 stört, dass hier diese Eingänge immer total überladen sind. Das war ja bei Siedler 2 noch so. Das haben sie jetzt erst mit Siedler 3 wirklich besser gelöst. Mit diesen Lagerhäusern, die man frei platzieren konnte. Das hat man ja hier sogar, teilweise sind ja die Lagerhäuser elendig brechend voll. Und selbst da staut sich's dann. Kommt diesmal von hier drüben. Ja, ich verstehe. Oh, der hat wieder auf den Sack bekommen. Oh, das ist ein bisschen besserer Soldat. Deswegen fürchte ich, dass wir da ein bisschen unterliegen werden. Das war Nummer 1. So, jetzt kämpfte unser Besserer gegen den Schlechteren hier. Aber... ja, das war's auch schon wieder. Ach, das ist immer so frustrierend, wenn man selber wirklich einige ein bisschen bessere Soldaten hat und die kriegen dann halt gegen die Schwächlinge auf die Mütze. Das ist immer echt so ein... Moment, wo man sich denkt, muss das jetzt unbedingt sein? So, da haben wir auch verloren. Okay, alles weitere ist im Bau. Das heißt, wir können eigentlich so viel anderes machen, als ja, darauf warten, dass
mehr Soldaten ausgebildet werden hier. Und weil wir können eigentlich mal hier reingucken, wie sieht es hier aus? Hier sollte doch die Hauptstreitmacht hingeschickt werden, beziehungsweise ausgebildet werden. Hier haben wir zumindest die meisten Schwerter. Ja, okay. Das ist ja dann gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt hatte. Da haben wir auch noch Getreide drin. Kohlemin arbeitet gut. 72% und hier 100%, noch besser. Perfekt. Wieso trägt er das denn jetzt nach hier nach oben? Verstehe ich nicht so ganz. Passiert dann gleich was oder wie? Wenn er das jetzt extra reinträgt? Oder, ach nee, wahrscheinlich kann der Turm einfach nur mehr fassen. Ja, okay. Der Turm kann einfach mehr Gold fassen. Ich dachte, er könnte auch nur 2 Goldmünzen. Fassungsvermögen. Für die Baracke können wir nicht so wirklich was tun gerade. Wir könnten hier unten angreifen, das wäre eine Option. Da können wir damit recht vielen angreifen, aber ich würde es jetzt erstmal bei 3 lassen. Wieso können wir denn damit so vielen angreifen? Und wir sind ja hier irgendwie nicht großartig in der Nähe, oder? Sehr seltsam. Sehr mysteriös. Ja, wie gesagt, außer angreifen können wir momentan nicht so viel machen. Dementsprechend greifen wir hier auch nochmal mit 4 Leuten an. Gucken wir mal hier unten, wie es ausgeht. Oh, ist auch wieder ein Flügelhelmmann. Ah, da stecken wir 2 Schläge hintereinander ein, schon hat das ganze Ding gelutscht. Ah. Wie gesagt, da lobe ich mir dann eher die Kampfsysteme von Siedler 3. Ja, eigentlich auch schon von Siedler 2, wo man einfach mit eine gewisse, ja, den Sieg irgendwo berechnen kann. Ne? So möchte ich es mal ausdrücken. Na komm, ein Schlag ist es, glaube ich, noch. Ja, und da kriegen wir wieder 2 Schläge am Ende noch. Und das war's. Dafür haben wir hier jetzt eingenommen. Das ist eine erfreuliche Meldung. Das bedeutet, hier ist der nächste Stich. Weil da sind jede Menge Verbindungsstücke. Hier können wir eigentlich auch mal so eine Verbindung hoch machen. Das sollte auch nicht verkehrt sein. Alles klar. Da hat man angegriffen. Kommen da jetzt wieder auf Soldaten von der anderen Seite? Jawohl. Genau, das ist mir eigentlich auch ganz lieb, dass wir eben so einen Gürtel wieder schließen. So ein Supply in 2 Richtungen zu gewährleisten. Fände ich nämlich nicht verkehrt. Dazu müssen wir wahrscheinlich auch noch die hier angreifen. Kann man auch schon mal machen. Und wahrscheinlich eh von hier. Das sind halt wieder eher mäßig gute Soldaten. Ah, wobei, da oben kommen auch welche.
okay. Das ist ja dann gut. Dann hätten wir das schon mal so ein bisschen zweigeteilt, das Ganze. Wir schauen jetzt noch, wie das der Kampf hier ausgeht. Und dann werden wir erstmal wieder ein kleines Päuschen machen. Oh, oh Gott. Ohne groß was auszuteilen, einen Schlag ausgeteilt und ansonsten nur eingesteckt. So, schauen wir weiter. Aber jetzt haben wir nur noch da zwei Schwächere stehen. Die werden wahrscheinlich nicht viel reißen können. Wo kommen unsere Soldaten von hier? Die kommen von da oben runter. Ah, vielleicht passiert ja noch das Wunder hier. Das Wunder von Siedler. Und wieder zwei Schläge in Folge, bums, vorbei. Traurig, traurig, sowas immer. Und gerade in solchen Situationen, da fehlt mir dieser Speed-Up-Button, fehlt mir halt dann doch noch eine ganze Ecke mehr, um das eben dann so ein bisschen zu beschleunigen, dass wir eben dann mithalten können. So, hier gibt es ein Duell zwischen Gleichstarken. Und wieder die zwei Schläge am Ende und das war's. Also irgendwie scheint da auch ein gewisses System drin zu sein. Hm. Das Ding ist, wenn ich aufnehme, ich freue mich dann immer drauf, Siedler spielen, zu spielen. Und dann bei so Kämpfen, weiß ich nicht, da vergeht es einem dann immer mal wieder, wenn man sowas sieht. Wo man sich denkt, warum muss das denn so gemacht sein? Deswegen freue ich mich eigentlich am meisten auf den Siedler, auf Siedler 2, weil ich den eigentlich, fand ich eigentlich mit am besten der erste Reihe. Aber bis dahin ist noch ein Momentchen. Mal gucken, eventuell sagen wir uns doch irgendwann, ja hier, wir haben jetzt genug Siedler 1 gespielt, weil es ist ja, wiederholt sich ja sowieso immer nur dasselbe. Dass wir dann eben in Siedler 2 übergehen einfach, das müssen wir dann mal entscheiden. Könnt ja mal eure Meinung unten reinschreiben, wie ihr das seht. Und ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Däumchen hoch. Wenn nein, ab in die Kommentare, warum nicht. Und dann bis mal wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play die Siedler mit mir dem Nature. Macht's gut!